Mein Name ist Emma und das ist der Beginn meiner Geschichte. Hier seht ihr meine Mutter Scarlett. Sie ist eine Person, die immer alles im Griff hat. Und hier ist mein Vater Haru. Er ist beim Militär. Seltsam, oder? Also der Gedanke, dass er täglich mit Waffen arbeitet. Zusammen sind die beiden einfach perfekt. Man könnte beinahe meinen, alles, das sie berühren, wird zu Gold. Naja, fast alles. Es gibt ja noch mich. Und ich habe noch nie in diese Welt der Perfektion gepasst, auch wenn ich meistens gut darin war, so zu tun. Die Betonung liegt auf meistens. Doch jetzt kommen wir zu dem Tag, an dem es eine Wendung gab. Der Tag, an dem ich eine ganz bestimmte Person kennengelernt habe. Das ist Gabriel. Und genau hier habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und dann ging alles ganz schnell. Viel zu schnell. Ich trug das Geheimnis noch eine Weile mit mir herum. Doch in Wahrheit wusste ich sofort, es war Zeit zu gehen. Ich schrieb meinen Eltern einen Brief und verließ noch in derselben Nacht mein Zuhause. Es war keine leichte Entscheidung, aber zumindest wusste ich wohin. Ich zog bei Gabriel ein. Doch leider, auch das funktionierte nicht. Mit uns funktionierte es einfach nicht. Er hatte so viele Träume und in keinen davon passte ich. Geschweige denn ein Kind. Ich war verzweifelt und schon kurz davor, wieder zurück zu meinen Eltern zu gehen. Doch dann bekam ich einen Anruf, der mein Leben veränderte. Meine Großtante war verstorben, eine Frau, die ich erst einmal in meinem Leben gesehen hatte, und doch hatte sie mir ihr Haus in Hanford & Bagley vererbt. Und dann wurde mir klar, es war Zeit zu gehen. Weg von meinen Eltern, weg von Gabriel, weg von allen. Ein Neuanfang. Für mich allein. Und natürlich für das kleine Wesen in meinem Bauch. Hallo, ich bin Elienix und das ist der erste Part meiner 100 Baby Challenge. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Wie ihr bereits im Intro gesehen habt, das wird eine 100 Baby Challenge. Diese sozusagen erste Staffel des Let's Plays wird übrigens eine Kombination aus der 100 Baby Challenge und der Teen Rex to Riches Challenge. Also unsere Hauptperson Emma startet eben ohne jegliches Geld und bereits schwanger. Mein Plan für die nächsten Generationen ist es übrigens auch, immer eine zweite Challenge mit der 100 Baby Challenge zu kombinieren, einfach damit es nicht langweilig wird. Aber ob und wie lange dieses Let's Play überhaupt bestehen wird, das hängt natürlich auch von euch ab. Also wenn es euch gefällt, bitte liken, kommentieren, abonnieren oder was auch immer. Übrigens kommen auf diesem Kanal zweimal die Woche Videos über die Sims und bald werde ich auch auf Twitch starten. Dort heiße ich auch Elienix, also genau gleich wie hier. Den Link findet ihr sonst auch in der Videobeschreibung. Aber gut, dann ab ins Spiel. Und hier sind wir jetzt im wunderschönen Hanford-on-Bagley und hier wohnt unsere liebe Emma. Wie ihr seht, habe ich mich für folgende Grundstücksmerkmale entschieden. Und zwar für den fruchtbaren Boden, für einen guten Boden und es ist zudem auch noch ein Kinderparadies. Also wie ihr seht, diese Merkmale habe ich gewählt, damit ich das Gärtnern und das Kindererziehen einfacher mache. Aber ich habe mich auch für Grundstücksherausforderungen entschieden. Und zwar für schmutzig, wilde Füchse und rustikales Leben. Falls ihr wilde Füchse und rustikales Leben noch nicht kennen solltet, das kam mit Landhausleben. Und ja, wilde Füchse ist selbsterklärend, da tauchen dann immer wieder Füchse auf eurem Grundstück auf und machen euch das Leben schwer. Also indem sie eure Hühner jagen und eure Pflanzen zerstören. Und dann zusätzlich noch rustikales Leben. Durch rustikales Leben wird das Kochen ein wenig erschwert, also man braucht dadurch wirklich jede einzelne Zutat, damit man ein Gericht zubereiten kann und muss das eben im Vorhinein kaufen oder selbst anpflanzen. Das Haus habe ich eben selbst gebaut und das werden wir uns gleich näher ansehen, aber vorher zeige ich euch noch, was ich hier in der Welt geändert habe. Im Wesentlichen habe ich nicht viel geändert, ich habe zwei Grundstücke platziert und zwar habe ich hier einmal ein Restaurant platziert und zwar das Hanford Restaurant. Das habe ich aus der Galerie heruntergeladen und dann hier
hier habe ich noch eine Schule platziert, und zwar eine Grundschule, damit wir in Zukunft mit unseren vielen Kindern auch immer mit in die Schule gehen können. Und dann habe ich noch 3 Familien aus der Galerie einziehen lassen. Okay, Familien ist gut gesagt, es sind im Endeffekt nur Männer. Also hier habe ich einen Single-Mann einziehen lassen und auch hier unten. Und hier habe ich dann noch die Farmer Brothers einziehen lassen. Die haben sogar einen kleinen Hund dabei. Aber gut, dann schauen wir jetzt gleich zur lieben Emma und ich erzähle euch ein wenig mehr über die Challenge, die ich geplant habe. Und hier sehen wir jetzt unsere Emma. Aus dem Intro wisst ihr ja bereits, dass Emma noch eine Teenagerin ist und dass sie bereits mit ihrem ersten Kind schwanger ist. Und zwar ist sie von Gabriel schwanger, von Gabriel Walter. Gabriel ist auch einer der wenigen Sozialkontakte, die sie hat. Ansonsten kennt sie natürlich noch ihre Eltern, das sind Scarlett und Haru. Und dann kennt sie noch diesen Masato. Ich habe keine Ahnung, woher sie ihn kennt, aber sie kennt ihn auf jeden Fall. Wie ihr von dem Intro schon wisst, ist sie ja von zu Hause abgehauen. Zuerst hat sie ja bei Gabriel gewohnt, aber dann, als sie gemerkt hat, dass das auch nicht funktioniert, ist sie eben alleine nach Hanford-on-Bagley gezogen. Und genau hier sind wir jetzt. Mit 0 Simoleons, schwanger in Hanford-on-Bagley. Also mit ihren Eltern ist die Beziehung eher mittelgut, also sie haben sich eigentlich immer gut verstanden, aber mit ihrer Schwangerschaft waren sie dann natürlich nicht ganz einverstanden. Außerdem sind ihre Eltern wahnsinnig erfolgsorientiert. Also wenn man sich jetzt die Merkmale ansieht, ihr Vater ist eben gesellig, er ist ein Genießer, ein Snob, arrogant und materialistisch, und ihre Mutter ist ebenfalls ein Snob, ein Bücherwurm, arrogant, eine Intelligenzbestie und materialistisch. Unsere Emma ist da ein wenig anders. Ich zeige euch jetzt schnell einmal ihre Simologie. Und zwar ist Emma kreativ, sie ist gesellig, sie ist ebenfalls eine Intelligenzbestie, aber sie ist auch romantisch und fürsorglich, liebend, häuslich, und sie wäre eben auch glücklich, schwanger zu sein. Was sehr gut ist, weil sie ist auch gerade schwanger und wird noch in Zukunft einige Male schwanger sein. Sie denkt tatsächlich gerade auch über ihre Schwangerschaft nach. Also wie man sieht, sie ist glücklich. Hier freut sie sich eben darüber, dass sie schwanger ist. Dann hat sie sogar auch noch eine positive Stimmung von ihrem ersten Kuss. Aber sie hat auch ein wenig Panik. Sie ist nämlich auch angespannt und hat Schwangerschaftspanik, weil sie eben herausgefunden hat, dass sie schwanger ist. Ich glaube, das liegt aber keinesfalls daran, dass sie unglücklich darüber ist, sondern einfach, weil sie noch sehr jung ist und sich einfach überfordert fühlt. Wie gesagt, sie ist eben noch eine Teenagerin und sie wird auch erst in 11 Tagen zu einer jungen Erwachsenen. Und natürlich, wie das bei einer 100 Baby Challenge üblich ist, hat sie das super Mutterbestreben, und das müssen wir auch erfolgreich abschließen. Zudem habe ich sie übrigens von der Schule abgemeldet. Das funktioniert dank des Education Overhauls Mod, den ich in meinem Spiel habe. Und jetzt bekommen wir dann auch nicht täglich die nervige Benachrichtigung, dass sie Schule schwänzt. Und bevor wir jetzt wirklich losstarten, zeige ich euch noch schnell das Haus. Und zwar ist das eben das Haus, das sie von ihrer Großtante geerbt hat, und in dem werden wir jetzt eine Weile leben. Es ist auch ein sehr großes Haus, also ich glaube, da werden in Zukunft sehr viele Kinder Platz haben. Wie ihr seht, es ist aber noch kaum eingerichtet. Ich habe ja schon im Intro gesagt, ich möchte, dass das eine Kombination aus 100 Baby Challenge und Teen Rex to Riches Challenge wird, und deshalb muss ich das Ganze ja ein wenig erschweren. Wie ihr seht, wir haben 0 Simoleons. Und auch hier drinnen funktioniert so gut wie gar nichts. Also das Einzige, das wirklich funktionstüchtig ist, sind die Lichter und dieses Bett. Das Waschbecken und die Toilette, die können wir reparieren. Das ist ein Debug-Objekt, also die Badewanne wird niemals funktionieren. Und auch die ganzen kaputten Gegenstände in der Küche werden niemals funktionieren. Das heißt, mit dem ersten Geld müssen wir uns einmal um die notwendigen Einrichtungen kümmern, so wie eben ein Kühlschrank und ein Ofen. Und dann müssen wir uns auch schon um die ersten Babysachen kümmern, denn sie ist bereits in 17 Stunden im zweiten Trimester. Also wie ihr seht, der untere Stock ist voller Debugmüll und auch der obere Stock ist voller Debugmüll. Ansonsten haben wir hier noch einen Garten, angepflanzt ist aber natürlich noch nichts. Und hier hinten haben wir auch 2 Ställe, also das wird eben ein Hühnerstall. Da haben wir auch schon einen schmutzigen Hühnerstall. Da werden wir uns so schnell wie möglich Hühner kaufen. Und hier wird in Zukunft, denke ich, eine Kuh oder ein Lama leben oder sogar beides. Je nachdem, das schauen wir dann am besten gemeinsam. Aber jetzt werden wir gleich einmal versuchen, das Haus auf Vordermann zu bringen. Und zwar hätte ich gesagt, wir beginnen damit, dass wir das Waschbecken reparieren, dann reparieren wir noch die Toilette, dann wischen wir einmal alles auf, das kann eine Weile dauern.
Dann räumen wir noch das weg und polieren hier so gut wie wir können. Und hier haben wir einmal Zucker und einmal Mehl. Das werde ich in der Zwischenzeit in Ihr Inventar geben und sobald wir einen Kühlschrank haben, können wir es dann dort hineingeben. Also jetzt macht Emma eben mal alles sauber, dass sie sauber machen kann. Natürlich kann sie den ganzen Debugmüll nicht entfernen. Der wird also noch eine ganze Weile hier bleiben. Sie hat jetzt auch die Geschicklichkeitsfähigkeit erworben, sehr gut, und ein gewöhnliches Tuning-Teil erhalten. Scarlett, also ihre Mutter, schreibt ihr, hey, ich habe gehört, dass du dich mit Gabriel Walter angefreundet hast. Er ist ziemlich cool. Okay, ich glaube zwar nicht, dass sie das ziemlich cool findet, aber ja. Also was die ganzen Debug-Sachen betrifft, die kann sie natürlich nicht entfernen. Da hätte ich gesagt, wir machen uns gemeinsam aus, wann ich die entfernen darf. Also wir könnten uns zum Beispiel auf Meilensteine einigen. Keine Ahnung, wir könnten sagen, wenn sie es geschafft hat, dass sie den unteren Stock fertig eingerichtet hat, dann darf ich eben im unteren Stock hier die Müllsachen entfernen. Oder ja, keine Ahnung, falls ihr da irgendwelche Ideen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Da müssen wir uns dann gemeinsam noch etwas überlegen. Aber für den Anfang gefällt es mir, dass es so heruntergekommen aussieht. Ich schätze, das Haus ist ja davor auch eine Weile leer gestanden und deshalb passt das, denke ich, ganz gut. Aber gut, während Emma noch eine Weile mit dem Saubermachen beschäftigt ist, erzähle ich euch noch ein bisschen mehr über die Regeln von dieser Challenge. Gestartet haben wir eben mit einer schwangeren Teenagerin und 0 Simoleons. Insgesamt ist es eben die Challenge, dass wir 100 Kinder bekommen, aber das passiert auf keinen Fall in einer Generation, also das wird sich ganz sicher auf mehrere Generationen aufteilen. Meine persönliche Challenge ist, dass Emma eben mindestens 10 Kinder bekommt und das wird, glaube ich, schon eine ganz schöne Herausforderung. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung, vielleicht schaffen wir es auch, dass sie 20 hat. Ich kann es jetzt irgendwie sehr schwer einschätzen. Auf jeden Fall muss sie dann eben noch das Supermutterbestreben abschließen und dann muss sie auch noch 3 verschiedene Fähigkeiten maximieren. Und zwar muss sie Level 5 der Gärtnerfähigkeit erreichen, Level 10 der Erziehung und dann möchte ich auch noch Level 10 der Kreativitätsfähigkeit. Und ein weiteres Ziel habe ich mir noch überlegt. Und zwar möchte ich, dass jedes Kind etwas erreicht hat, bevor es zum jungen Erwachsenen wird. Also, keine Ahnung, zum Beispiel, dass es ein Buch geschrieben hat, dass es ein Meisterwerk gemalt hat oder auch, dass es zum Beispiel seinen Seelenverwandten kennengelernt hat. Keine Ahnung, auf jeden Fall möchte ich eben, dass wir für jedes Kind so ein individuelles Ziel haben, das es erreicht haben muss, bevor es zum jungen Erwachsenen altern darf. Ich werde euch die Ziele und Regeln übrigens irgendwie in der Videobeschreibung verlinken oder in meinem Discord-Server. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Auf jeden Fall mehr Informationen findet ihr ganz sicher in der Videobeschreibung. Ja, falls ihr noch weitere Ideen für Ziele habt, schreibt es mir auch bitte gern in die Kommentare, weil irgendwie sind es noch ein bisschen wenig. Auch die Regeln sind für eine 100 Baby Challenge bzw. für eine Teen Rags to Riches Challenge üblich. Jedes Kind muss eben einen anderen Vater haben, außer natürlich bei Zwillingen und Drillingen, weil das natürlich nicht möglich ist, aber soweit es möglich ist, eben einen anderen Vater. Dann darf kein anderer Sim in den Haushalt einziehen und sie darf auch niemanden heiraten, also erst wenn sie zur Seniorin geworden ist. Die Alterung habe ich auf normal eingestellt und die Merkmale der Kinder werde ich per Zufall bestimmen. Also zumindest bis zum Kinderalter. Ab dem Teenageralter, denke ich, hat dann schon jeder seinen eigenen Charakter und wir werden dann einfach die Merkmale gemeinsam bestimmen. Und dann möchte ich noch, dass Emma mit jedem Vater ihrer Kinder ein Selfie macht und ich möchte auch, dass sie jedes Kind zeichnet, weil dann können wir irgendwie so einen Raum voller Erinnerungen machen, auf den wir dann eben am Ende der Challenge zurückschauen können. Das stelle ich mir irgendwie ganz schön vor. Oder wir bauen für die Familie ein eigenes Museum, das dann eben nach jeder Generation erweitert wird. Das stelle ich mir auch ziemlich cool vor. Aber bevor ich jetzt noch weiter rede, müssen wir schnell schauen, dass wir an Geld kommen. Ich werde jetzt einfach mal diese Dinge hier verkaufen. Sind leider nur 20 Simoleons. Hier können wir auch noch etwas sammeln. Vielleicht finden wir da noch etwas Schönes. Emma hat nämlich schon ziemlich großen Hunger und da sie schwanger ist, muss ich natürlich sehr auf sie aufpassen. Ich möchte ja keinesfalls, dass dem Baby etwas passiert. Da hat sie gerade tatsächlich eine ganze Menge gefunden. Wow, das ist wirklich sehr viel wert. Auch das ist unglaublich viel wert. Und das... Wir werden gerade durch diesen einen Müllhaufen reich. Einen Computerchip und Mechanismus können wir nicht verkaufen. Okay, dann behalten wir das mal im Inventar. Wir haben jetzt schon fast 600 Simoleons, aber bevor ich jetzt etwas kaufe, schauen wir noch schnell in die Stadt. Und zwar schauen wir gleich am besten hier zum Marktplatz und kaufen ein paar Zutaten, damit wir dann zu Hause kochen können.
Hier sind wir jetzt mit Emma am Marktplatz und dann starten wir gleich einmal Kim Goldblume einen Besuch ab. Zuerst werden wir natürlich handeln und dann werden wir Ware am Grünstand kaufen. Grünstand? Heißt das Grünstand? Am Grünfutterstand kaufen. Okay. Emma, wir haben Stress. Du hast schon sehr viel Hunger. Wir bekommen sicher keinen Rabatt. Bist du verrückt? Bei diesen Preisen zahle ich bereits drauf. Ich wusste es. Gut, was kaufen wir jetzt? Ich hätte gesagt, wir kaufen einfach mal 2 Birnen, damit sie jetzt schnell etwas zu essen hat. Und dann eben noch ein paar Zutaten, mit denen wir zu Hause kochen können. Ich habe keine Ahnung, was wir dafür brauchen. Ich kaufe einfach mal irgendwas. Ich hätte vorher echt schauen können, was wir brauchen. Egal. Kürbis, Kopfsalat, kleine Pilze, eine Kochbanane, einen Käse, eine Paprika, eine Tomate. Ich hoffe, wir können damit irgendwas anfangen. Oh, wir haben dafür gerade über 200 Simoleons bezahlt. Ja, weil wir haben ja so unglaublich viel Geld. Dann ist eine Kochbanane und eine Birne. Ich hoffe, sie wird davon ein wenig satt. Sehr gut. Und dann stellen wir uns am besten gleich einmal bei ein paar Leuten vor. Wer bist du? Thomas Watson. Thomas Watson, wir stellen uns jetzt einmal lustig bei dir vor. Und dann können wir uns ja auch gleich bei der Bürgermeisterin vorstellen. Okay, Thomas möchte nicht mit uns reden. Dann reden wir noch kurz mit der Bürgermeisterin. Erzählen ihr mal die großen Neuigkeiten, dass wir hierher gezogen sind und dass wir eben ein Baby bekommen. Dann erklären wir ihr noch, wie gern wir im Garten arbeiten, obwohl wir eigentlich noch kaum im Garten gearbeitet haben. Aber das ist egal. Und dann fragen wir sie noch, ob sie Kinder hat. Wenn ich mich recht erinnere, hat sie einen Sohn. Also ich glaube zumindest, dass das ihr Sohn ist. Oder ist es ihr Neffe? Ich kann es gerade leider gar nicht sagen. Emma geht es mittlerweile übrigens nicht mehr so gut. Sie fühlt sich angespannt. Zu voll von dir selbst? Okay, anscheinend versteht sie sich mit der Bürgermeisterin nicht so gut. Dann fühlt sie sich noch schlecht, weil sie nicht gut handeln konnte. Und ja, sie ist auch nicht glücklich, dass sie jetzt so viel putzen musste und dass es bei ihr daheim so schrecklich aussieht. Das kann ich tatsächlich verstehen. Dann werden wir ihr noch Respekt zeigen und dann schauen wir aber auch schon weiter. Emma ist die Geschenkfreundin von Lavina. Sie freut sich, Emma als Mitglied der Gemeinschaft ein Geschenk zu machen. Wie cool ist das? Was hat sie uns geschenkt? Sie hat uns eine Fleischpastete geschenkt. Sehr cool. Dann haben wir zu Hause gleich etwas zu essen. Dann stellen wir uns jetzt hier noch bei ein paar Leuten vor. Zuerst bei Ted Rosewell, dann noch bei Simon Scott. Okay, er mag uns nicht. Wieso mag er uns nicht? Antischwarm. Gefühle von Ted gegenüber Emma. Gibt es sowas wie Abneigung auf den ersten Blick, weil Ted die allgemeine Anwesenheit von Emma wirklich nicht mag? Das ist das Gemeinste, das ich jemals gesehen habe. Okay, nein, du wirst kein Mann von unseren zukünftigen Kindern. Zudem sind wir jetzt mal gemein. Wir werden ihn als uncoolen Erwachsenen verspotten. Dann werden wir ein gemeines Gerücht verbreiten. Und dann werden wir ihn erschrecken. Perfekt. Emma macht sich gleich am ersten Tag Freunde. Juhu. Eine Sache muss ich euch jetzt aber noch erzählen. Und zwar, was die Kinder betrifft. Und zwar wegen den Vornamen der Kinder. Oh mein Gott, ich liebe diese Interaktion. Also wegen den Vornamen der Kinder hätte ich es mir so gedacht, dass ich gern hätte, dass jede Generation ihr eigenes Thema hat. Also zum Beispiel, wenn man eine Disney-Legacy spielt, dann kommen ja meist alle Vornamen aus dem Disney-Universum. Und ich hätte irgendwie auch gerne eine Kategorie dafür. Also zum Beispiel, dass in der ersten Generation alle nach Farben benannt werden. Und dann haben wir eine Rose und eine Silver und einen Avery. Oder nach Orten und dann gibt es eine Paris, eine Arizona, eine London. Also ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Aber ich habe noch nicht wirklich eine Idee, welche Kategorie cool wäre. Also wenn ihr dafür eine Idee habt, dann bitte auch ab in die Kommentare damit. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Und das erste Kind kommt ja schon bald. Also jetzt sind es nur mehr 9 Stunden bis zum zweiten Trimester. Deshalb haben wir da auch schon ein bisschen Stress. Gut, aber jetzt haben wir genug mit allen aus der Nachbarschaft geplaudert. Ich schaue einmal, ob wir hier irgendwo brauchbare Sachen finden können. Gibt es hier irgendwo Sachen? Oh, hier ist etwas. Himbeere ansehen. Okay, die ist leider noch nicht groß genug. Das bringt uns noch gar nichts. Wir sind jetzt wieder zu Hause, weil es ihr einfach so schlecht geht. Und wie gesagt, ich möchte auf keinen Fall, dass dem Kind etwas passiert. Aber ich kaufe jetzt gleich einmal einen Kühlschrank. Ich hoffe, dass ich mir einen Kühlschrank leisten kann. Aber normal schon. Ja, perfekt. Der gebrauchte Kühlschrank kostet nur 215. Und dann verkaufen wir gleich einmal diese kaputten Teile.
Ein Ofen? Wird sich noch ein Ofen ausgehen? Nein, leider, ein Ofen geht sich nicht aus. Gut, jetzt gebe ich da einmal alles in den Kühlschrank. Außer die Dinge, die wir anpflanzen könnten. Wir können die Birne anpflanzen, die Kartoffel, die Karotten, den Paprika, den Kürbis auch. Okay, ich glaube, dann gebe ich das alles nicht in den Kühlschrank. Dann noch das Mehl und den Zucker. Und dann wird es jetzt einfach das essen, was uns die Bürgermeisterin geschenkt hat, die Fleischpastete. Gut, dann nehmen wir jetzt hier ein Gericht. Dann isst jetzt hier die Fleischpastete und dann werden wir auch schon die ersten Pflanzen in unserem Garten pflanzen. Und zwar pflanzen wir hier hinten eine Tomate, eine Kartoffel. Ich werde hier jetzt in jedem Beet andere Pflanzen pflanzen. Das sind jetzt zwar noch sehr wenige, aber sobald die dann Früchte tragen, können wir die da dann wieder einpflanzen. Und jetzt hat Emma auch endlich die Gartenfähigkeit erworben. Wir haben gerade eine SMS bekommen von Vladislaus Straut. Hallöchen, ich wollte dich in der Gemeinschaft willkommen heißen. Und du hast ein hübsches Haus oder was auch immer hier gestanden ist. Okay, Vlad, ich glaube nicht, dass wir dich in diesem Let's Play haben wollen. Wobei, ein Vampirbaby wäre eigentlich ganz cool. Aber ja, jetzt auf jeden Fall noch nicht. Sie ist noch eine Teenagerin und da möchte ich nicht, dass sie mit irgendeinem alten komischen Mann etwas am Laufen hat. Gut, dann pflanzen wir hier noch den Birnenbaum ein und nach dem Gärtnern kann sie dann auch gleich schlafen gehen. Und nach diesem anstrengenden Tag ist jetzt Emma endlich in ihrem Bett. Ja, sonderlich viel geschafft haben wir jetzt ja noch nicht, aber ich werde den Part an dieser Stelle jetzt trotzdem beenden. Und das war jetzt auch schon der erste Part meiner 100 Baby Challenge. Ich habe jetzt in diesem Video eher mehr erklärt als wirklich gespielt, aber ich glaube, das ist für einen ersten Part ganz normal. Auf jeden Fall seid ihr jetzt mit unseren Zielen und Regeln vertraut und ihr habt auch schon einen guten Einblick in das Leben von Emma erhalten. Wie mehrmals angesprochen, ich freue mich wirklich auf eure Ideen und Meinungen, vor allem was die Namen der Kinder betrifft. Zur Erinnerung, ich bin auf der Suche nach einer Kategorie und alle Kinder aus der ersten Generation müssen dann eben einen Namen aus dieser Kategorie bekommen. Und wie immer freue ich mich über jedes Kommentar, über jedes Abo und über jedes Like und ich hoffe, wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!